Folge Nummer 1 von vielleicht mehreren Videos, die zu diesem Format hier passen. Ich habe vor kurzem wieder darüber nachgedacht, wie ich zum Holzhandwerken gekommen bin. Und da war das heutige Projekt ein sehr, sehr großer Teil davon, warum ich das hier weitergemacht habe. Ihr seht also das erste Projekt, mit dem ich damals angefangen habe, Geld zu verdienen. Denn mir hat es irgendwie Spaß gemacht, Geld zu verdienen. Denn das war irgendwie immer was Gutes, weil ich konnte da mein Hobby ausüben und habe dafür was bekommen, dass ich das mache, was ich will. War eigentlich schon ziemlich cool. Das hier ist so das Ding, damit habe ich früher angefangen mit dem Holzwerken, denn ich habe so eine Einhältigkreissäge und meine Eltern haben gesagt, bau doch mal ein Vogelhaus. Dann habe ich genau dieses Vogelhaus hier gebaut, habe mir ein paar Maße irgendwie zusammengereimt und da war das Teil fertig und dann kam eine Freundin von meiner Mutter und die wollte auch so ein Teil haben. Und dann ging es weiter. Ich habe diese Dinger für 25 Euro verkauft und habe schon ein paar davon hergestellt und konnte mir damals mit 15, 16 schon ein bisschen was dazu verdienen und das war eigentlich ziemlich cool. Wir reden hier auch natürlich nicht von Aberhunderten und Tausenden Euro. Wir reden hier von einem Vogelhaus, 25 Euro. Ich denke mal, das hier ist eher so in die Richtung 16 bis 17 Jahre, wo wir das bauen, wo das gut gehen wird. Also nochmal auf den Punkt gebracht. Hier bei dieser kleinen Videoreihe geht es darum, wie ich was baue, mit dem ich früher Geld verdient habe. Ich werde auch manche Ideen vorschlagen oder andere Projekte, wo es dann auch um Vorrichtungen geht, wie ihr das möglichst schnell und effizient und auch gut, sodass es auch Spaß macht, herstellen könnt und ihr das verkaufen könnt und ihr natürlich immer noch Spaß dabei habt. Das ist das Grundding. Hier geht es nicht darum, Unmengen an Geld zu verdienen. Das will ich hier ganz klar sagen. Das hier ist eher so ein Ding, wenn ihr mal abends noch 2 Stunden Zeit habt, könnt ihr das machen. Ihr habt mega viel Spaß dabei. Ihr könnt euch zum Beispiel beim Tricksen entspannen und verdient noch ein bisschen was dazu. Das ist Sinn der Sache und deswegen fangen wir heute mit diesem Projekt an, weil ich damit früher auch angefangen habe. Das ist mittlerweile 6 Jahre her. Ich war 15, 16 Jahre alt, als ich damit angefangen habe. Das hier ist im Prinzip das Grundding. Das hier ist übrigens 6 Jahre alt, das Vogelhaus, und ist aus USB und sieht richtig cool aus. Fangen wir mal an. Ich habe das Vogelhaus damals schon mal aus USB gemacht, weil es relativ günstig ist, das Material. Und wenn man das schön dick lackiert hat, hat das auch richtig cool ausgesehen. Und aus dem Grund werde ich es heute auch wieder aus USB machen. Ich werde in diesem Video auch Maschinen benutzen, die ich damals nicht hatte. Und zum anderen liegt es daran, dass es teilweise Vorrichtungen sind. Die seht ihr gleich. Die kann man sich aber ganz einfach bauen. Dafür braucht man nicht viele Maschinen. Hier die erste Vorrichtung. Davon gibt es auch ein eigenes Video. Damit ersetzt ihr quasi eure Tischkreissäge. Und das bedeutet, falls ihr noch keine Tischkreissäge habt, könntet ihr das Projekt komplett mit dieser Vorrichtung bauen. Ich werde aber damit nur die Platte kleiner schneiden. Ich habe nämlich eine Tischkreissäge und die hatte ich damals auch. Ich schneide euch mal kurz die Maße von diesem ganzen Vogelhaus. Das ist 60 cm lang. Die Dachteile sind circa 22 cm breit und der Fuß ist circa 28 auf 40. Das sind die Maße und jetzt schneiden wir die mal auf das genaue Maß zu, was wir gerade grob zugeschnitten haben. Ich habe jetzt gerade alle Teile geschliffen und ihr habt gesehen, dass ich einen Exzenterschleifer benutzt habe, aber früher habe ich immer hier einen Schwingschleifer benutzt, weil ich erst seit, ich glaube, einem Jahr einen richtigen Exzenterschleifer habe. Ich würde euch empfehlen, das zu schleifen, damit der Lack später besser drauf hält. Außerdem habe ich früher die meisten Dinge genagelt, denn ich hatte nur eine Bohrmaschine und da war es echt immer nervig, das ganze Werkzeug zu tauschen, Bohrer, Bits und so weiter und so fort und Senker, und aus dem Grund habe ich mal alles genagelt. Das habe ich auch deswegen gemacht, weil mein Großvater bzw. alle älteren Menschen, die mit Holz gearbeitet haben, haben fast gefühlt alles mit Nägeln gemacht. Und deswegen hatte ich noch einige Nägel von meinem Großvater übrig und habe hier diese Stiftnägelchen benutzt. Hier seht ihr zum Beispiel die Nägel. Da unten ist alles genagelt. Ich werde jetzt aber in diesem Video Schrauben benutzen. Wenn du nicht so viel Werkzeug hast, hol Nägel. Geht auch. Als nächstes werden wir das Dach als mal verschrauben, denn während dort der Leimwand gleich trocknet, kann ich als mal so ein paar andere Teile herstellen, die wir noch brauchen. Auf eine Sache solltet ihr achten, damit das Vogelhaus auch gleich breit ist, denn wir werden die 90 Grad einfach so erzielen, dass wir es stumpf zusammenschrauben. Ist natürlich eine Seite kürzer. Das solltet ihr beachten. Ich würde euch auch empfehlen, euch 15er USB-Platten zu holen, denn da ist es einfach viel einfacher, die Teile zusammenzuschrauben, ohne dass direkt irgendwie das Holz aufplatzt.
Ich habe hier solche Eckzwingen, mit denen zwinge ich das jetzt einfach ganz schnell zusammen. Falls die bei euch nicht so gut halten, weil ihr irgendwie noch dünneres Material habt oder, könntet ihr euch jetzt hier noch eine Schraubzwinge hinzuholen. Die brauche ich in dem Fall jetzt aber nicht unbedingt. Ich habe gerade hier die Teile verschraubt und habe mir hier noch diese zwei Leisten hergestellt. Das sind Teile, die könntet ihr fertig kaufen, aber wenn ihr ein kleines Stückchen Fichte habt, könntet ihr auch einfach selber an der Tischkreissäge zuschneiden. Wofür sind die Teile? Die sind zum einen dafür gedacht, dass man hier oben diese Kante, diese Fuge nicht mehr sieht, und zum anderen soll dieses Teil hier drin das Ganze noch stabilisieren, und mir gefällt die Optik halt einfach relativ gut. Ich werde die Leiste jetzt einfach an ein paar Stellen bohren und werde dann das Teil verschrauben. Wie gesagt, das hier habt ihr auch mittels Holznägel gemacht. Jetzt noch hier oben das Teil. Ich habe mir jetzt hier solche Streifen zurechtgehobelt und geschnitten. Ich habe es in diesem Fall auf Gärung geschnitten, weil ich einfach so eine Vorrichtung habe. Ihr müsst nicht auf Gärung machen, früher habe ich es auch einfach stumpf aufeinander gebracht. Und weil ich jetzt eben ein bisschen mehr Zeit habe, das Ganze kann also über Nacht trocknen, werde ich nur Holzleim benutzen. Früher habe ich da aber auch wieder Nägel benutzt, denn dann konnte ich direkt weiterarbeiten. Ihr könntet hier auch Schrauben nutzen. Braucht man aber eigentlich nicht unbedingt. Das Ganze hat jetzt Zeit über Nacht zu trocknen und jetzt werden wir hier in diese Ecken unsere Pfosten mal reinschrauben. Dafür bohren wir einfach hier mal von der Seite durch. Halten dann unseren Pfosten hier einfach ran und bohren dann nochmal in den Pfosten rein. Den können wir dann einfach schrauben. Und so einfach geht's. Fertig ist ein Katzenhaus. Das hier ist die originale Farbenwelt. Mag ich mal gut hier machen. Die steht seit mehreren Jahren. Alter, Katastrophe. Katastrophe. Alles Katastrophe. Wir können jetzt mal anfangen, das ganze Teil zu lackieren. Ich habe mich hier für Blau und Beige entschieden. Beige, das ist noch diese Originalfarbe, die ist schon mehrere Jahre alt. Und Blau, weil ich kein Rot mehr habe. Deswegen wird das Dach heute blau. Wir haben jetzt mal den Unterteil von unserem Vogelhäuschen. Und hier haben wir den Oberteil. Das Oberteil. Hier ist es. Das Ganze habe ich dann immer einfach freie Hand. Hier mal 14. Hier mal 12, 10 ausgerichtet, damit es auch in etwa gleich sitzt. 12, 12, das passt. Hoppla. Und dann noch in dieser Richtung ein bisschen mal gucken. Top, top die Bude. Danach müssen wir natürlich das Dach mit dem Untergestell verbinden. Und dafür habe ich mir einfach mal hier das ausgemessen. Ungefähr hier. Und das bedeutet, wir müssen hier in etwa bohren. Dann können wir das Teil verschrauben. Zack. Schaut einfach, dass das eben ist. Und dann schaut das gut aus. Dann müsst ihr da auch keine Farben mehr drunter patschen. Fertig. Okay, das ist irgendwie vom Anfang geblieben. Das war nämlich ganz früher auch schon mal so. Meine Hände sind blau, das bedeutet, der Lack hätte schon noch gerne einen Tag Zeit gehabt. Aber solange das Ding jetzt nicht im prallen Regen steht, ist das auch okay. Und wir haben ein fertiges, und ich sage mal Vogelhäuschen, aber es ist eigentlich ein Futterhaus. Hier haben wir den großen Bruder, womit alles angefangen hat. Gut, dass ich damals damit angefangen habe. Ich will hier an dieser Stelle nochmal kurz sagen, wenn du mit 22 anfängst, solche Vogelhäuschen oder solche Futterhäuschen zu bauen, weiß nicht, ob die so gut gehen werden, aber wenn ihr jetzt 16 Jahre alt seid und ihr baut so ein Teil, stellt es bei euch in den Garten und eine Freundin von eurer Mutter oder von eurem Vater kommt und ihr denkt dann so, okay, 25 Euro, tue ich dem Jungen was richtig Gutes und man unterstützt den Jungen, dass der dieses Hobby weitermacht. Definitiv. Mein Vater hat immer gesagt, es ist ja gut, wenn du das da machst, dann machst du in der Zeit, wo du das da machst, du kein Scheiß. Und ja,
verdiene ich sogar noch ein bisschen Geld. Ich denke, ihr wisst aber, um was es mir bei diesem Projekt hier ging. Hätte ich damit damals nicht angefangen, hätte ich wahrscheinlich nicht so extrem weitergemacht, dass ich halt irgendwann hier so eine Werkstatt habe. Das soll es mit dem Video für heute gewesen sein. Wenn euch dieses Format hier gefällt, Projekte, mit denen ihr zu Hause schnell und einfach Geld verdienen könnt, gerade wenn ihr euren Geldbeutel so ein bisschen aufbessern möchtet, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was du dir damals oder was du da für Projekte verwirklichst. Ich bin gerade dabei, ein paar Flaschenöffner zu machen. Ich werde ja bald auf so einem Weihnachtsmarkt sein, weil ich das einfach mal machen wollte. Ich wollte das eigentlich schon immer mal machen. Und da mache ich gerade ganz, ganz viele Flaschenöffner. Und die kann man gut verschenken. Und ich denke auch, dass die auf dem Weihnachtsmarkt ganz gut weggehen sollten. Das wird das nächste Projekt sein. Da werde ich euch zeigen, wie ihr eure Resthölzer... In meinem Fall bedeuten Resthölzer hier solche Abschnitte. Die habe ich mal vor mehreren Jahren mit der Motorsäge klein geschnitten. Und jetzt werde ich das ganze Zeug hier für Flaschenöffner verbraten, damit das auch mal endlich sorgfältig benutzt worden ist. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du von diesem ganzen Thema hier hältst, mit seinem Hobby so Geld verdienen. Und das soll es auf jeden Fall für das Video für heute gewesen sein. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Ciao.